Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Folge von meinem Podcast Simon Says. Ich freue mich sehr, meinen Gast heute begrüßen zu dürfen. Ich will euch ganz kurz erzählen, wie ich auf sie gekommen bin und warum ich sie unbedingt hier haben will. Nachdem ich bei Stern TV war und als das ausgestrahlt war natürlich, hat mich jemand von der Sparkasse Dortmund angeschrieben und hat gefragt, ob ich da mit den Auszubildenden arbeiten könnte und meine Geschichte erzählen könnte zur Motivation und das Ganze. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Ich habe das jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal bisher auch schon mit ihm zusammengearbeitet, bin auch noch gut im Kontakt mit ihm. Und dann habe ich gesehen, dass die junge Dame neben mir dort auch ist. Und dann habe ich ihr Insta-Profil abgecheckt, habe gedacht, wer ist das und so. Und dann habe ich gesehen, Boxerin. Und dann habe ich mich halt ein bisschen mit dir auseinandergesetzt und habe mir gedacht, boah, krass, so. Weil das hat mich zu Hause wirklich so. Ich habe mir wirklich gedacht, boah, jetzt muss ich auch ein bisschen Sport machen, sonst fühle ich mich schlecht, weil das motiviert schon. Also deswegen kann ich auch gut verstehen, dass du da auch für beauftragt wurdest, da mit den Auszubildenden arbeitest du auch. Ne? Ja. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du da bist, weil ich glaube, dass du die Leute da draußen denen viel mitgeben kannst und die halt auch ein Stück weit motivieren kannst, weil bei mir hast du es schon geschafft und deswegen bin ich sehr froh, dich begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal selber vor, erzählst, was du machst, wer du bist, woher du kommst, ja. So kleines und kurz zu sagen, was genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute dein Gast zu sein, weil ich glaube, du hast noch eine viel krassere Geschichte und kannst den Leuten auch der jungen Generation so viel mitgeben. Dankeschön. Und klar, als Sportler, man durchläuft eine Karriere, gerade als Frau hat man es nicht immer leicht. Man muss doppelte Ellbogen ausfahren, um dahin zu kommen, ja. Wo ich jetzt stehe. Ja. Und ich bin noch aktiv als Boxerin. Ja. Ich war 8 Jahre lang ungeschlagene Weltmeisterin. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Der 2 größten Verbände. Dann habe ich in Amerika gekämpft. Ich habe verloren. Und jetzt zurzeit bin ich nicht mehr amtierend. Aber ich bin dabei. Natürlich, Corona macht uns allen das Leben schwer. Ja, klar. Auch dem Sport. Aber ich bin halt schon ein bisschen breiter aufgestellt. Ich habe Sportwissenschaft studiert und mache halt vieles im Bereich Coaching, Online-Coaching, was Fitness, Gesundheit, Ernährung angeht. Und auch zum Teil bei der Sparkasse. Ja, cool. Aus Dortmund als Motivationscoach. Und ja, natürlich freue ich mich immer, wenn so coole Leute wie du auf mich zukommen und sagen, hey, können wir quatschen und ja. Ja, ich würde dann direkt zu meinen Fragen kommen, wenn das in Ordnung ist. Hau raus! Weil ich finde das halt krass, so bei einer Vorbereitung, wenn du dich auf den Kampf vorbereitest. Ich kenne das so, dass man vielleicht dann, wenn jemand sagt, ja, du sollst gegen den und den kämpfen und du musst so und so viel Kilos abnehmen, damit du halt in derselben Gewichtsklasse bist. Und das finde ich halt super interessant, wenn du vielleicht auch zunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Aber dass du dann in dieser Vorbereitung sozusagen nichts isst oder viel isst, je nachdem. Und weil ich finde, man muss ja super diszipliniert sein, um das durchzuziehen. Ja. Und ich will wissen, woher diese Disziplin kommt und ob du die ganze Zeit das große Ganze gesehen hast oder dich auch manchmal gefragt hast, warum mache ich das hier eigentlich? Ja, natürlich fragt man sich das, warum mache ich das eigentlich, weil gerade Boxen ist kein einfaches Business. Ich glaube, Sport allgemein, viele Athleten werden natürlich ausgenutzt, weil sie diese Liebe zum Sport natürlich verwirklichen wollen und ihren Traum natürlich auch ausleben möchten. Ja, ich war mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin in Deutschland. Und natürlich denkst du dir, ja Mann, ich bin die Queen of Deutschland und aber meine Eltern haben mich da gut, Gott sei Dank, gut erzogen und haben gesagt, naja, du machst erstmal Schule weiter, ja. Nichts mit Schule schmeißen. Haben wir richtig gemacht. Ja, Gott sei Dank. Und ja, diese Disziplin kommt einfach so, dass mir halt nichts geschenkt wurde. Ich komme aus einer ganz kleinen Stadt, Da gab es wirklich nicht viele Möglichkeiten und ich habe halt so gedacht, so, ich muss hier raus, weil ich bin halt schon immer so ein auffälliger Typ gewesen. Ich sehe anders aus als alle anderen. Und wenn du mich so siehst, du sagst ja nicht, ah nee, das ist eine Boxerin. Du würdest, was ist ich, denke aber ja, nicht, dass ich boxe. Und deswegen habe ich einfach so
meine Chance auch genutzt und habe eine Möglichkeit gehabt. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und habe gesagt, all in or nothing. Also ich will nur kurz sagen, ich wohne noch zu Hause und bin einfach, ja, alles gut. Nein, jeder wie es will. Genau, ja, nee, aber habe ich Respekt vor. Also finde ich super cool, dass du da so dein Ding durchgezogen hast. Und genau das will ich den Leuten auch da draußen mitgeben, dass sie halt mehr ihr Ding durchziehen. Natürlich Schule, ich will gar nicht sagen, bricht eure Schule ab und macht euer Ding. Aber so, dass man den Fokus schon auf seine Ziele setzt und dass man sich Ziele setzt, will ich schon, die Message will ich schon mitgegeben. Aber ich denke, heutzutage ist es halt extremer, weil gerade Instagram und so, viele vergleichen sich, viele sehen nur dieses Good Life und Dubai und hast nicht gesehen. Aber wie viel Arbeit man da reinsteckt, das sehen die wenigsten. Hundertprozentig. Und man sieht ja auch nur die schönen Tage bei Instagram. Man sieht ja gar nicht diese Schattenseiten, wie man da wie schlimm das auch sein kann, was man da durchlebt. Du siehst ja bei Instagram nur, wenn jemand Party macht, nicht wenn jemand am Weinen ist. Das hat ja alles seinen Sinn. Aber life. Ja, genau. Um kurz darauf zurückzukommen, ich habe ganz vergessen, wie bist du auf den Boxsport überhaupt gekommen, wenn ich frage. Also ganz kurz, dass ich da noch kurz reingrätsche, bevor du die Frage beantwortest. Weil das ist jetzt nicht der normalste Sport für eine Frau, würde ich sagen. Ich finde das super cool, dass du es machst, aber ist halt nicht so das Normalste. Deswegen würde ich das gerne wissen. Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich sage dir ehrlich, manchmal habe ich mir auch gewünscht, dass ich Tennis spiele oder so. Weil da kriegst du einfach keine Schläge in die Fresse, sage ich mal. Aber Boxen ist so an sich ein mega cooler Sport, weil es einfach nicht nur körperlich anstrengend ist, auch sondern mental. Du musst so fit sein im Kopf und eins gegen eins, so dieses keine Angst haben, dieses Überwinden. Und meine Familie ist sehr sportlich und meine Onkels haben damals geboxt. Und ich war nie so ein Girly als Kind, sondern ich habe immer mit meinem Bruder Sport gemacht und wir haben von klein auf immer trainiert. Und er war in Hochsprung besser als ich. Und ich habe das gehasst, wenn jemand besser ist. Aber kennst du diese Geschwisterbette? Ja, ist cool. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss irgendwas finden, wo ich besser bin. Ja, und dann bin ich zum Boxen gegangen und ich habe relativ ganz schnell so Talent gehabt dafür. Und habe dann einfach gemacht, ich habe nicht viel überlegt, ich habe gesagt, mach mir Spaß, los geht's. Gut. Und ab welchem Moment hast du dir klar, ist dir bewusst geworden, dass du es professionell machen wirst? So, gab es da so einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, so jetzt wird es ernster? Oder war das schon von Anfang an klar? Ich würde schon sagen, so mit 18, wo man auch ein bisschen mehr schon im Kopf hat und nicht nur so von jetzt auf gleich lebt. Ja, aber, ja. So, ich habe die deutsche Meisterschaft bei den Amateuren gewonnen und danach habe ich schon gedacht, okay, was mache ich weiter? Weil damals war Frauenboxen auch gar nicht olympisch. Ist es erst seit 2012 geworden. Ach, krass, ja. Deswegen dachte ich mir, okay, was mache ich? Und dann mein Trainer hat gesagt, ja komm, wir probieren es bei den Profis. Ich habe dann so ein Probetraining bei so einem Boxstall gehabt und die haben gesagt, ja okay, aus dem Mädchen kann man was machen. Geil. Und dann hat das so ein bisschen angefangen. Und als du, mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Boxen? 13. 13, okay. Und mit 13 hat man da schon diesen Druck, diesen Leistungsdruck dahinter? Oder noch gar nicht? Nee. Okay. Da machst du das halt, du weißt es selber, als Kind, dann hat man so viel Energie. Ja, ja. Ich glaube, ich war auch so ein ADHS-Kandidat, aber meine Eltern haben einfach gesagt, geh zum Sport, wenn du müde bist, komm nach Hause. Ja, ist doch richtig so. Aber was ich noch dazu gern wissen würde, ist so, du hast ja schon deine Gedanken gemacht, ob du das später machst, also so später dann machen willst, auch im jungen Alter, denke ich mal, oder nicht? Und da, man muss ja im jungen Alter schon die Disziplin entwickeln, dass du das später machst, weißt du, was ich meine? Weil im jungen Alter gibt es ja auch noch so wie Partys, Alkohol, wie auch immer. Ja, ich war aber gar nicht so. Also mich hat das gar nicht interessiert. Okay, krass. Weil ich war immer nur mit meinem Bruder und mein Bruder war auch sportlich. Okay, wir wollten uns immer betteln, so wer ist besser. Und ich wünschte, ich wäre gewesen, weil ich war, wenn eine Party war, war ich direkt dabei. Aber ist ja gut. Genau diese Einstellung muss man haben. Aber im jungen Alter ist es halt schwer. Deswegen, was mir jetzt, du hattest 25 Kämpfe und eine Niederlage, richtig? Also 27. 27 Kämpfe und eine Niederlage. Ja.
Krass, erstmal Respekt dafür. Da sieht man ja schon, wie ehrgeizig du bist und wie du durchziehst und deine Disziplin. Und was wollte ich jetzt sagen? Natürlich, du hast jetzt 26 Siege gewonnen. Auch Respekt dafür, ist super cool. Mein Glückwunsch. Aber natürlich bin ich derjenige, der über die eine Niederlage spricht. Das ist gar nicht böse gemeint, aber da interessiert mich einfach, als du verloren hast, da lagst du ja buchstäblich wirklich auf dem Boden. Und wie hast du dich da rausgeholt? Wie hast du dann dich motiviert weiterzumachen? Weil dann liegt man ja auf dem Boden und denkt sich vielleicht so, boah, alles Scheiße. Ja, also ich habe bei dem Kampf durch Punkte verloren. Also ich Ach lag nicht auf so, du dem lagst, Boden. okay. Aber klar, in dem Moment ist man schon am Boden, weil du kennst dieses Gefühl gar nicht, auf der anderen Seite zu stehen. Und Ja, wo die sagen, der andere ist der Gewinner, denkst du so, was? ja. Und das war natürlich erstmal hart für mich. Ja. Und danach habe ich auch eine Zeit lang gar keinen Bock mehr gehabt zu Ah, krass, boxen, okay. weil ja, das Ding ist, es gehört dazu, zum Sport zu verlieren. Das ist Klar, ganz natürlich. normal. Jeder hat das. Und das Problem ist, diese Leute drumherum, die haben es für mich noch viel, viel schlimmer gemacht. Die haben auf einmal Was so, heißt? wenn dich Leute auf einmal nicht mehr ansprechen oder mit dir reden, weil du verloren hast, Oh denkst du mein so, oh Gott, was ist Ja. das denn wieder? Und ja, das halt, da merkt man halt auch die Schattenseiten auch bei Ja, auf Instagram, jeden wie die Fall. über dich dann abziehen und Ach, krass, auch so bloß Social Media haten, mäßig. wo du denkst, ja, ich komme erstmal nicht bei Social Media rein. Ja, okay, krass. Mich würde interessieren, wann hattest du dein erstes Profidebüt? 2019. Und kannst du mir so beschreiben, wie 2019, da ich 2009. 2019, ich wollte gerade sagen, so, aber Schon so lange ist es her. wie war das? War das anders als ein anderer Kampf oder wie hast du dich gefühlt so? Dachtest du so, boah, jetzt hat sich die harte Arbeit ausgezahlt, jetzt habe ich mein Profidebüt oder was war in deinem Kopf, was in dir vorgegangen? Ja, also man hat natürlich schon einen Druck, weil die Bühne ist einfach eine ganz Ja, andere und klar. du merkst erstmal so dieses Scheinwerferlicht, alle Menschen gucken zu dir und beobachten dich. Da musst du erstmal klarkommen, wenn du 18, 19, 20 Ja, bist. klar. Und aber ich habe es nie so negativ aufgefasst, sondern ich habe mir immer gedacht, ja Mann, jetzt kann ich zeigen, dass ich als Mädchen besser bin als manche Männer. Und ich habe Richtig, halt richtig das cool, genutzt, richtig dass cool, ne? ja, Leute mich sehen und wahrnehmen, dass ich anders bin. Und ich habe es nie so negativ für Nicht mich cool. empfunden, dass dieser Druck so stark ist. Ja, daran schließe ich auch direkt das nächste, was mich interessiert an. Wie bereitest du dich mental auf sowas vor? Weil wenn du dann in den Ring steigst, bevor du kämpfst, Ja, da musst du geht dir schon ja gewonnen tausend haben. Sachen durch den Kopf. Deswegen, wie bereit für dich mental darauf vor? Oder? Ja, auf jeden Fall. Und wie, wenn ich fragen darf? Ich sage auch immer, dass man nicht nur den Körper trainieren muss, sondern den Geist ganz genauso. Und also man glaubt das nicht, weil Boxen so Ja, ein harter Sport ja, ist. bist du. Aber zum Beispiel, ich meditiere auch und Ach, cool. ich mache halt so eine Sachen, wo ich mir auch selber ein positives Gefühl verschaffe und auch den Kampf innerlich so schon durchgehe, dass ich gewinne. Weil den Kampf, bevor du den Kampf machst, hast du schon in deinem Kopf abgeklärt, so. Das ist eine gute Sache, weil ich bin das will ich dir nur ganz kurz erzählen, ich bin der Überzeugung, wenn du dir etwas vorstellst und vorstellen kannst, dann wirst du genau das erreichen. Und genau das ist der richtige Ansatz, den du da meiner Meinung nach auch ansetzt. Und dann, du bist mehrfache Weltmeisterin in Frauenboxen, Ja. ne? Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Wir also Übertypen, geil. Die ist mein Gast, nur an dieser Stelle nochmal. Dann warst du ja an einem Punkt, als wenn man Weltmeister ist. Du hast ja eigentlich alles erreicht, was man in diesem Sport erreichen kann. Im Prinzip, oder? Ja, schon eine Menge, Ja, schon eine Menge. Aber hast du dir da irgendwie mal so gedacht, so, boah, jetzt habe ich alles erreicht? Jetzt hattest du da noch wie soll ich sagen, diesen Hunger auf mehr? Oder hast du dir gedacht, boah, jetzt bin ich Weltmeister und jetzt gebe ich mich erstmal zufrieden? Oder hast du direkt gedacht, so, ich ziehe morgen direkt weiter im Gym durch?
Ja, das ist schon schwierig zu beantworten, weil natürlich, wenn du so lange an der Spitze bleibst, sich diesen Hunger beizubehalten. Ja, Und genau, auf jeden eine Fall. Zeit lang muss man schon sagen, dass man schon ein bisschen nachlässiger wird, weil man in so einer Comfortzone als Champion einfach ist. Und das ist trotzdem schwierig, immer wieder sich zu pushen und auch die Vorbereitung nicht wie eine Routine zu sehen, Ja, sondern ja. als ja, Sport, weil jeder Kampf ist anders, jeder Kampf kann irgendwas passieren. Aber für mich war diese Niederlage wichtig auch, weil erst wenn dir was genommen wird, weißt du, wie sehr du schätzen kannst. Und man lernt, ich glaube, man lernt auch mehr aus Niederlagen als aus Siegen, oder? Ja, ich hasse dieses Sprichwort, Ah aber ja, tatsächlich, das stimmt, du hast recht. aber glaube ich dir, aber ist so. Also wenn du gegen, da ist ja gerade so, wenn du gegen jemanden Besseren kämpfst, dann kannst du dir ja auch so was von dem abgucken. Und wenn du nur gegen schlechtere Leute kämpfst, wirst du ja auch nicht besser, oder? Liege ich da jetzt falsch? Ja, schon, man kann sehr viel daraus ziehen und man sollte normalerweise aus Fehler lernen. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja Ja. getan. Keine Niederlage seitdem. Und da komme ich zur nächsten Frage. Da ist erstmal eine allgemeine Frage. Hast du Vorbilder? Also so sportliche Vorbilder, wo du sagst, boah, an dem habe ich mir so ein Vorbild genommen und so, ich mach, zieh das durch wie der und hast dir dann irgendwie so dir was abgeguckt mäßig. Weißt du, was ich Ja. meine? Also wen ich zum Beispiel als Athlet und als Sportler, als Boxer sehr, sehr gut finde, ist Wladimir Klitschko. Also ich war immer so ein mega Fan von ihm, weil er einfach mega smart ist, wirklich intelligent. Er hat auch studiert, hat geboxt und ist einfach eine mega Erscheinung. Und ich habe auch viel gelesen über ihn, seine Bücher und so. Ich war ein Ja, richtiges Fangirl. ist doch cool. Ich habe ihn einmal, also ein paar Mal schon getroffen. Beim ersten Mal, ich stand so vor ihm und dachte mir so, ich wollte irgendwas sagen, ich habe keinen Ton rausbekommen. Richtiges Das Fangirl. cool. Und was für Bücher, wenn ich fragen darf? Hat er ein Buch geschrieben oder? Ja, über halt seine Laufbahn, über auch diese Funktion als, ja, was er auch daraus gebaut hat, als durch den Boxsport und auch so Management-Sachen und was alles passiert ist, weil man kann immer eine Menge erzählen in Ja, so einer aber sportlichen Karriere. glaube ich, aber es hat dich auch ein Stück weit geprägt zu dem, was jetzt als selber Athletin bist, oder nicht? Ja, schon, auf jeden Fall. Ja. Jetzt, weil du hast wirklich, man kann ja sagen, du hast so viele Erfolge gefeiert, da frage ich mich jetzt als Außenstehender, weil was ist der nächste Step, also was ist der nächste Ziel, wenn du das uns preisgeben würdest? Ja, also wie gesagt, 2020 will ich auf jeden Fall wieder Weltmeisterin werden. Und weil das ärgert mich des Todes, dass ich Weißt so lange du? keine Titel habe und einfach 2 Jahre schon vergangen sind. Aber das Problem ist halt einfach mit Corona. Man kann nicht wirklich planen und gerade Boxen, Fußball ist was anderes, aber Boxen ohne Zuschauer, das ist einfach so lame. Da habe ich gar keinen Bock drauf und es lohnt sich auch nicht. Dann denke ich mir, ich kann andere Weißt Sachen du, dann besser machen, ohne meine Birne ja, verkloppen zu lassen, so. aber warum ist das nicht das Gleiche? Es ist einfach keine Atmosphäre. Keine Ahnung, okay, krass. So mit Fans ist einfach so Aber es cool. ist beim Fußball ja auch ähnlich, aber Die ich kriegen kann es nicht anderes Geld. vergleichen. Ach so, ja, okay. Ja, da kommen wir gleich Die darauf. interessiert das nicht, ob die vor Zuschauer oder nicht spielen. Da jetzt, da bin ich eben kurz drauf eingegangen, aber das würde ich einfach wissen, wie baut man sich so eine Disziplin, wie du dir die in den Jahren jetzt aufgebaut hast? Wie würdest du jetzt den Zuhörer sagen, wie die sich so eine krasse Disziplin aufbauen, weil ich finde, gerade wo du meintest, du willst wieder Weltmeister werden, ich merke ja deinen Ehrgeiz, das überwältigt mich gerade, das ist übertrieben krass. Deswegen, was kannst du den Leuten so sagen, wie sie sich am besten Disziplin entwickeln, so wie du das machen würdest? Ja, also zum Beispiel, man kann so viele Sachen vom Sport übernehmen. Das mache ich auch voll oft in meinem Online-Coaching, weil mega viele Leute schaffen es einfach nicht, ihren Arsch hochzukriegen und ein bisschen Ja, Sport zu machen, wo ich auf jeden denke, Fall. das ist dein Ernst? Los, aufstehen! Und ich Ja, denke mir, okay, guck mal, ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe mir alles auf. Ich habe ein Buch, ich auch. ich schreibe mir zum Beispiel, was habe ich, das mache ich immer am Jahresanfang, was habe ich 2022 vor, Step 1, Step 2, wie komme ich Ja. dahin
was brauche ich dafür? Genau, weil wir wissen das. Wir sind schlau genug, um zu wissen, was wir dafür brauchen. Aber die meisten, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Und wenn du es aufschreibst und dir das so vor Augen führst, dann weißt du genau, was du tun hast. Ja. Und ich bleibe so lange dran, bis ich diese Ziele erreicht habe. Du hast auf jeden Fall einen krassen Ehrgeiz. Ich respektiere das. Das ist krass so. Aber genau so mache, also so mache ich das auch so. Ich, selbst wenn ich in der Bahn bin, mir fällt eine Idee ein, ich schreibe direkt alles auf, weil ich habe schon so oft so Ideen in meinem Kopf gehabt oder Ziele in meinem Kopf. Dann habe ich die vergessen und dachte, boah, jetzt sind sie weg. Deswegen immer direkt aufschreiben, dann bin ich, also bin ich komplett bei dir. Und meine nächste Frage ist, die Frage muss ja kommen, wie hat sich dein Umfeld oder dein Umkreis geändert in den, im Laufe der Jahre? Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil natürlich alle feiern dich, wenn du gewonnen hast, wenn du einen WM-Titel gewonnen hast und so weiter. Für mich ist meine Familie sehr, sehr, sehr wichtig. Die sind von Tag 1 immer bei mir und auch mein Bruder läuft mit mir in den Ring ein und ist hinter mir. So, für mich ist meine Familie mein größter Halt und der Rest ist für mich so zweitrangig. Also ich habe natürlich Freunde, aber seit Corona, das ist das Gute, es sind einfach voll viele Menschen weggefallen, weißt du? Ist das gut? Also für mich ist das nicht gut, weil ich bin viel zu viel alleine. Ich kann das gar nicht, ich telefoniere den ganzen Tag. Aber ist ja auch, wenn du, ja, und die wichtigen Menschen, die wirklich Interesse an dir haben und sagen, hey, wie geht's dir? Die bleiben. Ja, ja, klar, die meisten, die sind nur beim Sonnenschein da. Und ja, und so eine Leute braucht man nicht. So Leute braucht man nicht, genau so will ich das auch. Und jetzt, wo du gerade von deiner Familie gesprochen hast, mich würde interessieren, so, also deine Familie guckt ja auch deine Kämpfe, aber so, also bei mir war, ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt zu boxen. Meine Mutter hat direkt gesagt, die würde zu keinem meiner Kämpfe kommen, weil die halt nicht sehen kann, wie ich sozusagen auf die Fresse kriege, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was sagt deine Mutter dazu, wenn du dann so ein, ich weiß nicht, ich kann jetzt gucken. Ja, also am Anfang war die extrem nervös und hat die Hand von meinem Vater, glaube ich, zerpresst. Glaube ich. Aber jetzt hat sie sich dran gewöhnt und meine Eltern haben mich immer unterstützt, auch wenn ich nie so einen typischen Mädchensport gemacht habe. Meine Mutter hätte, glaube ich, auch mich lieber im Ballett gesehen, was sie mich probieren lassen hat. Sie hat mich tatsächlich einmal in so eine Stunde reingesteckt und dann, ich war einfach immer groß und die anderen Mädchen waren so klein und zierlich. Und dann hat mich gesehen, wie ich da rumtrampel, wie so ein Elefant. Sie sagt, nein, mach was du willst, aber Ballett ist nichts für dich. Geil. So, Gott sei Dank, sie hat es gesehen. Deswegen, meine Eltern unterstützen mich immer dem, was ich mache. Und für dich ist ja auch Familie wichtig. Ja, wer klar. war denn da, als du im Krankenhaus warst? Ja, ist so, Familie. Aber meine Freunde, muss man auch dazu sagen, waren viele meiner Freunde da. Aber da ist ja nochmal was anderes, würde ich sagen. Aber was... Ich finde, also ich stelle jetzt mal kurz eine Theorie auf, weil ich finde, du bist ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch. Ja. Und was hast, sehr viele erschreckt. Nein, ich finde das super, ich finde das super toll, aber ich glaube einfach, wenn man auch ich würde mich gar nicht trauen, in den Ring zu steigen und ich bin auch selbstbewusst, aber du weißt halt, ich glaube, du weißt einfach, was du kannst, weil im Ring, da hilft dir keiner so. Ja. Ich habe Basketball gespielt, beim Basketball ist das so, wenn ich Scheiße baue, kann mein Teamspieler das ausbügeln. Aber bei dir, du musst das selber ausbügeln. Und deswegen, ich finde das so krass. Hast du da nie so irgendwie so Ängste, boah, ich bin alleine? So, oder? Nö, ich mag das, allein zu sein. Geil. Weil ich weiß, was ich kann. Und es ist egal, ob es im Ring ist oder so außerhalb. Ja. Wenn ich Sachen selber in die Hand nehme und dafür sorge, dass sie klappen, dann funktionieren die meistens. Ja. Wenn ich mich auf andere Menschen verlasse, dann dauert mir das schon viel zu lange. Ja. Deswegen, der einzigste Mensch, auf den du dich 100% verlassen kannst, ist immer du selbst. Hast du recht, aber so, also ich muss, so denken viele nicht. Ich denke auch manchmal nicht so. Also so, dieses Mindset muss man erstmal bekommen, würde ich sagen. Deswegen finde ich das super cool, dass du den Leuten das da draußen mitgibst. Und die nächste Frage, ich glaube, ist auch so eine, eigentlich finde ich sie sehr wichtig, weil hast du mit Vorurteilen zu kämpfen? So, ja, natürlich. Und ich sag mal so, also es gibt viele Vorurteile, ich will die jetzt gar nicht nennen, ich kenne die auch gar nicht, also ich muss sagen, weil ich
Du bist die erste Frau, die ich kennenlerne, die wirklich boxt. Also ich kenne nicht viele, aber es gibt ja leider Vorurteile von dummen Menschen. Ja. Und hast du da irgendwie, weil du kriegst dann wahrscheinlich irgendwie Nachrichten oder weiß ich nicht, was in welcher Form das passiert. Hat dich das irgendwie psychisch beschränkt oder hast du mal gesagt, ich scheiß auf die? Also klar, viele Sachen kann ich schon ausblenden oder nehme ich gar nicht wahr, weil es einfach zu primitiv ist. Ja. Aber natürlich, manche Sachen sagt man, ja, interessiert mich nicht, aber im Unterbewusstsein nimmt man schon ein bisschen wahr. Und ja, man muss einfach da drüber stehen. Und ich habe mir einfach wie so eine Mauer zum Teil auch aufgebaut. Diese Kommentare, die jucken mich gar nicht. Ist gut, weil So. darf gern, weil die wissen gar nicht, was sie reden sollen, im Ne. Endeffekt. Im Endeffekt, du machst dein Ding und die schreiben mir nur drüber. Über dein Ding, das heißt, sie machen ihr eigenes Ding nicht. Deswegen finde ich das auch komplett dumm. Aber also ich kann nur als Beispiel sagen, wenn ich habe mit dem Podcast angefangen, da gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, was machst du da? Und das hat mich schon runtergezogen, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Das würde mich halt interessieren. Ja, das ist normal, das gehört dazu, weil keiner ist so perfekt auf die Welt gekommen oder ich weiß auch nicht Sachen von Anfang an sofort, Ja. sondern das ist alles so ein Prozess. Ja. Aus diesen Fehlern, die nimmst du dann vielleicht gar nicht mehr so wahr beim Ja. zweiten Mal, wenn das jemand sagt. Das ist ganz normal, dass es so ein Prozess ist, so ein Weg dahin. Weil auch wenn schlechte Sachen passieren, es ist gut, weil Ja. die pushen dich, um Sachen Ist noch so. krasser zu stemmen. Also ich merke das, gerade im Nachhinein merkt man das, aber in dem Moment merkst du das nicht. Das ist das Problem. Ja, und dann denkst du dir, what the fuck, sein Ernst? Wirklich, genau das denkt man sich. Und jetzt, bevor man kämpft, trifft man doch aufeinander, wenn ich das Genau, richtig sage. also beim offiziellen Wiegen, Ja, einen beim Tag Off, davor. okay. Und wie ist der also, wie ist das, was denkst du dir da? Finde ich interessant, weil das ist ja das erste Mal, wo du deine Gegner dann siehst. Weil ich kenne nur diese Ausraster aus Amerika, wenn die fast wieder Ja, aufeinanderschlagen. Was geht da dir in den Kopf vor oder was denkst du dir da? ja, du musst halt schon eiskalt sein und ich finde es halt immer wichtig, dass halt, das sind halt immer so kleine Psychospielchen und da musst du halt zeigen, dass du wirklich Eier hast, sag ich mal. Und ja, ich finde das voll wichtig und dass man so aufeinander trifft und zeigt, hey, hier bin ich und ich bin nicht Ja. hier zum Verlieren, sondern zum Gewinnen. Und Und das musst du auch ausstrahlen, weil ich bin ganz du hast ein auf jeden Fall besonderer die Fall. Ausstrahlung, wenn ich dir Ich bin das ein sagen Psycho bei darf. sowas, ja. Das ist gut, aber das Ich ist spiele meine gut. Karte bis zum Ende. Das ist richtig Und gut. ja, deswegen ist für mich ein bisschen Showtime, weil natürlich bin ich dann Ja. im Bikini oder Unterwäsche und dann Ja. alle Typen mit ihrem Handy. Showtime. Ja, aber das gehört ja auch ein bisschen Klar. alles dazu. Und wie ist das dann an dem Tag, wo du dann, ist das derselbe Tag, wo du gegen die kämpfst oder ist Am das nächsten dann Tag. am nächsten Tag? Und so, was geht dir durch den Kopf, bevor du gegen die kämpfst? Einfach, ich mach die platt oder was? Also natürlich hast du eine Taktik, Strategie und Okay. auch wenn ich schon aufstehe, sage ich mir, heute ist mein Tag, heute kann ich zeigen, was ich drauf habe. Und klar, es ist nicht manchmal so einfach, wenn so viel Druck und so viel Sachen auf deinen Schultern lastet, Ja. aber das muss man schon versuchen auszublenden und ja, sich immer wieder durchbeißen, auch wenn Sachen nicht sofort klappen oder du kriegst ja, das ist ja nicht so, dass ich nur schlage und der andere Ja, nicht, sondern du klar. kriegst ja auch ein bisschen was ab. Und sich Ja, davon nicht klar. so beirren lassen, sondern die Linie Auf jeden weiterziehen. Fall, auf jeden Ist Fall. mega schwer, Glaube aber ich. es geht alles. Es ist Training. Ja, also du machst auf mich schon diesen Eindruck, dass du das auf jeden Fall gut drin hast. Als nächstes würde mich interessieren, wie deine Vorbereitung abläuft. Also hast du jeden Tag Training oder Zweimal haben. am Tag. Und 7 Tage die Woche. 6 Tage, ja. Und hast du dann auch so einen Ernährungsplan, dass du Das mache ich runtergehen alles musst? selber. Und wie war das bei den letzten Gegnern? Musst du da mit Gewicht runter hoch oder? Ja, also ich ernähre mich eigentlich rund um das Jahr so schon sehr, sehr Okay. gut. Und deswegen habe ich Wichtig. auch so ein Konzept entwickelt, wie gesunde Ernährung dauert nicht so Ewigkeiten, sondern Okay. kann wirklich schnell und lecker sein. Ja. Und ja, ich mache meinen Plan selbst und ich helfe auch zum Teil anderen Athleten, gesund Gewicht abzunehmen, weil Boxer sind so schlimm bei Gewicht machen.
Horror. Die laufen in Schwitzanzügen rum, die baden in heißem Wasser mit Salz. Einen Tag noch vorher, wo du denkst, ey, das kostet so viel Kraft, das will Ja. ich gar nicht machen. Ja, glaube ich. Ja. Jetzt muss ich dich nochmal fragen. Hast du 12 Leute jetzt K.O. geschlagen? Wirklich Ja. K.O. geschlagen? Und K.O. ist ja auch so ein bisschen für den Zuschauer, sage ich mal, Highlight. Denke Ja, ich mal, K.O. weil. ist die beste Lösung. Jetzt kurze Frage vorab. Wurdest du in der Jugend irgendwie schon mal irgendwie K.O. geschlagen? Das nicht, aber es gab einen Moment, wo ich runtergegangen bin und das war halt, wo meine Gegnerin halt so asoziale Sachen gemacht hat, wie festhalten und auf Hinterkopf hauen, Ah, okay. weil das darfst du einfach nicht beim Okay. Boxen und dann bin ich halt runtergegangen, weil ja, wenn man so sieht, hinten sind halt ganz viele Nerven, die sich bündeln und wenn du da mit Okay. Wucht einhaust, dann Okay, krass, ja. gibt es halt mal einen Kurzschluss. Ja, glaube ich. Ja, aber ist ja gut, dass du noch nicht K.O. Aber K.O., ich kenne mich jetzt nicht aus, ne? Jetzt bitte nicht. Also K.O. ist, du verlierst auch das Bewusstsein, richtig? Du Ja, verlierst doch. im schlimmsten Fall schon. Oder du gehst halt auf die Knie und kannst halt nicht mehr weiter Okay, boxen. okay. Sowas. Und Wo halt abgebrochen werden muss. okay, um zurück auf meine Frage zu kommen, du hast 12 Leute K.O. geschlagen, ist das irgendwie ein gutes Gefühl, oder? Voll. Geil, geil, geil. Aber vielleicht ist das auch eine dumme Frage, aber ich wollte sie trotzdem mit aufnehmen. Hat man da irgendwie so ein schlechtes Gewissen oder denkt man sich, boah, Nö. den habe ich platt gemacht? Ja, also ich denke mir schon, den habe ich platt gemacht. Geil. Ja, aber Aber muss man ja auch klar, denken. ich habe eins oder zwei Leute gehabt, wo ich die danach ins Krankenhaus mussten, wegen Gehirnerschütterung. Da frage ich natürlich schon nach, so, hey, geht's dir gut? Weil, ja, das ist Boxen und ich möchte ja nicht dazu beitragen, dass immer Schlimmes passiert. Es ist klar Sport, aber ich möchte die Leute halt nicht schädigen, sage ich Ja, mal. klar, auf Und dann jeden frage ich Fall. schon nach, ist alles okay und dies Ja, und einfach das. sportlich zu Okay, bleiben. eine habe ich auch Nase gebrochen, aber die Geil, hat es auch verdient. Ja. nächste Frage wäre so. Man denkt gar nicht, dass ich so asozial bin, ne? Wenn man den. Nein, du machst auf mich einen super sympathischen Eindruck, aber ich will auch nicht mit dir im Ring stehen, will das jetzt nicht so, ne? Aber so Boxen. So, Boxerin ist ja auch Business. Ist ja eigentlich wirklich nur ein Business. Und dieses Business hat ja auch, natürlich hat gute Seiten, man wird wohl auch ganz gut zum Leben verdienen, oder? Also ist jetzt eine Frage, du musst mir keine Zahlen nennen, aber du kannst schon gut davon leben, richtig? Ich sag ehrlich, vom Boxen an sich ist nicht so einfach Ach krass, heutzutage. okay dann. Aber natürlich, also früher war es besser, Ja. aber jetzt ist es schon schwieriger geworden, weil ja, wie gesagt, Corona und so weiter. Und Frauen verdienen immer noch nicht dasselbe wie Männer, muss man ganz klar Ah, sagen. ja, okay. Mir geht es halt schon besser als den anderen Boxern, Boxerinnen und Boxern hier in Deutschland, weil ich halt viel mehr drumherum baue. Ich bin Ja. halt schon, was Eine das angeht, Macherin. intelligenter und ich stelle mich halt breiter auf, weil ich kann Ganz so schlau. viel und ich möchte das nutzen und auch Gutes beitragen, Ja. wie zum Beispiel, dass ich Frauen helfe abzunehmen oder gesünder zu Ja, leben und genau so, genau so. deswegen Macherin. mache ich halt voll gerne. Sehr gut, sehr gut. Aber so. Jetzt zurück auf dieses Boxbusiness, weil darauf will ich jetzt eingehen. So. Gerne. Ja, ich habe da schon ein bisschen was Mitbekommen, mitbekommen in deiner ne? Insta-Story, Ja. weil darauf will ich jetzt auch, also nicht jetzt genau darauf, aber so, du hast ja, hast du so ein Spiel, so ein Beratermäßig, so ein, wie sagt man, Manager? Manager, ja, ein Manager, du hast einen Manager, ne? Ja. Und natürlich bringt der Manager dir auch Geld, aber das hat ja auch Schattenseiten, dieses ganze Business, oder nicht? Natürlich, also ich habe schon mit vielen Managern zu tun gehabt und sie sind einfach alle eine Katastrophe, weil die nutzen halt schon die Sportler aus, weil Ja, die die scheißt ja auf deine Gesundheit, denke ja ich mal, oder? voll und ich habe so viele Sachen schon erlebt, wo ich denke so, wofür mache ich das einfach so? Ja, glaube ich. Die kassieren und ich muss meinen Kopf hinhalten. Ja, macht keinen Sinn. Deswegen habe ich sehr, sehr viel immer selbst gemacht, weil ich denen nicht vertraue. Okay, krass. Und ja, ich bin auch ganz eiskalt bei Verhandlungen und so Ja, weiter. muss Ich man ja bin auch immer sein. dabei und ich habe das letzte Wort. Weil du bist Passt halt. viel nicht, weil ich einfach Ja, nervig bin. aber genau da ist ja das Richtige. Genau da ist ja das Richtige, weil du bist so selbstbewusst und du weißt ja, was deine Kämpfe wert sind. Und
ich glaube, dass also, du verkaufst dich ja nicht unter deinen Wert. Ja. Und aber so, um zurück auf das Misses zu kommen, hattest du da schon so Momente, wovon du uns oder wovon du mir erzählen kannst, dass du, sag ich mal, mäßig abgezogen wurdest? Ja, jetzt vor kurzem. Ja, also das habe ich ja in meiner Insta-Story erzählt und auf Facebook. Genau vor einem Jahr, also es war Dezember, und ich, die haben mich halt ja angefragt, ob ich bei den Amateuren für Olympia boxen möchte. Okay. Habe ich gesagt, ja okay, mit Corona ist eh nicht so krass viel Geld zu verdienen im Boxsport, im Profiboxen. Und dann haben die mir halt gesagt, ja, du kannst als Sportsoldat angemeldet sein und natürlich, das reicht mir nicht. Deswegen, ich bin eiskalt bei Verhandlungen. Habe gesagt, sorry, aber das reicht mir nicht. Das könnt ihr euren anderen Leuten anbieten, aber nicht mir. Ja. Und dann kam noch ein Dritter dazu, hat gesagt, hey, ich gebe Geld dazu, damit du diesen olympischen Weg machst. Okay, dachte ich mir, alles klar, hört sich gut an. Ersten Monat gezahlt, zweiten Monat gezahlt. Und dann sind halt Zahlungen komplett ausgeblieben. Ich habe noch auf gut und nett versucht zu sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt so viel geleistet. Ja. Ich habe die Nummer 1 in Deutschland zweimal hintereinander geschlagen und ich muss schon mal mein Geld haben. Ja, ne? Ja, du musst ja auch gucken, wo du bleibst. Ja. Du musst ja Miete zahlen, du hast ja auch deine Ausgaben. Und dann wurde mir halt immer dreister geantwortet und gesagt, ja, er wäre im Krankenhaus. Ich habe dann noch Rücksicht darauf genommen und gesagt, okay, vielleicht ist er tatsächlich schwer krank und never know, ne? Ja, und ich habe dann noch extra gewartet und wollte nicht so asozial sein. Und dann habe ich einfach später dann meinen Anwalt eingeschaltet, weil von Januar bis Juni, Juli einfach kein Geld mehr kam. Und deswegen dachte ich mir jetzt, ja, ich muss das einfach ein bisschen öffentlich machen, weil dieser Mensch ist einfach null bereit, mein Geld zu zahlen. Ich habe die Leistung erbracht, aber es ist einfach nicht gekommen und bis heute nicht. Und dann hat er sich auch voll um Kopf und Kragen da kommentiert bei Facebook, wo ich mir denke, oh Gott, wie kann man so blöd sein? Ja. Und ich hoffe, dass ich irgendwie was damit erreichen kann, dass ich zu meinem Geld komme. Aber ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hat dieser Mann auch andere Klienten oder warst du die Einzige? Nee, da sind mehrere, die auf ihr Geld warten. Ah, da sind mehrere. Also hast du auch Kontakte? Also so, haben die auch einen Anwalt eingeschaltet? Ja, aber ja, also wie gesagt, ne, ich habe mir gedacht, wenn, dann nutze ich jetzt meine Reichweite und ich werde auch morgen noch ein Interview dazu geben. Sehr gut. Und deswegen, ich werde dann richtig Stress machen, bis ich mein Geld habe. Ich glaube, das kannst du aber ganz gut. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, bitte gerne. Wie motivierst du dich denn? Wie ich mich motiviere? Das ist eine gute Frage. Also klar, wenn du so, jeder hat ja einen schlechten Tag. Was machst du, wenn du einen schlechten Tag hast und denkst du, könntest du mich alle mal, heute ist total der Kacktag. Ich halte mir vor Augen, dass ich hatte einen Schlaganfall, ich konnte nicht laufen. Und da habe ich mir immer gedacht, warum passiert mir das so? Ich war super schlecht drauf, monatelang. Und dann saß ich am Tisch mit den anderen Leuten und ich war im Rollstuhl, ich konnte gar nichts. Ne? Ich habe mir gedacht, boah, warum bin ich eigentlich schlecht drauf? Der neben mir kann nicht, also ich kann wenigstens reden, der neben mir kann gar nichts. Ich habe gar nicht das Recht, schlecht drauf zu sein. Und so habe ich mir immer gedacht, eigentlich muss weil gerade diese Leute, die so wenig können, das sind bis heute die lebensfrohsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und da frage ich mich mal selber, womit nehme ich mir das Recht, überhaupt mir schlecht drauf zu sein? Ich kann laufen, okay, vielleicht habe ich mal eine Mathe-Klausur verhauen. Ist scheiße, aber im Endeffekt, ich kann immer noch mein Leben so leben, wie ich es will. Und das Leben ist halt wirklich zu kurz, um da mit negativen Gedanken zu verschwenden. So versuche ich mich halt auch jeden Tag zu motivieren. Ich bin auch eigentlich immer positiver Dinge. Das ist richtig krass. Also mein Respekt dafür, dass du das mein alles Respekt so, da zurück. Dass das alles so heftig stemmst und Dankeschön, das Beste Dankeschön, ausmachst. Dankeschön. Weil, wie du gesagt hast, man sollte echt die kleinen Sachen schätzen. Und das wissen einfach so wenige zu schätzen. Ist so. Hundertprozentig, hundertprozentig. Jetzt würde ich noch gerne wissen, was war dein größter Rückschlag im Boxkampf? Hattest du Verletzungen und wie bist du damit umgegangen? Verletzungen habe ich eigentlich total, Gott sei Dank, weniger. Ja. ja, Trommelfellriss, Kapselriss in der Hand, aber das sind alles solche Kleinigkeiten, sag ich mal. Ich habe nie, Gott sei Dank, Brüche gehabt oder sonst was. Gott sei Dank.
Ja, für mich war so ein Niederschlag dieser Niederlage, sage ich mal. Ja, Die hat mich schon okay. zurückgeworfen Ja, und glaube ich. die war auch entscheidend für viele Sachen danach. Okay, dann würde ich noch wissen wollen, was sind deine weiteren Ziele für die Zukunft? Ja, also ich möchte auf jeden Fall ja, wieder Weltmeisterin 2022 werden. Drücke ich auf jeden Fall die Daumen, aber ja. Und klar, ich möchte auch meinen, sagen wir mal, ich nenne das so, es das heißt auch so, Hammer-Coaching weiter ausbauen und Das, ja, mit erzähl. meinen Workouts und mit meinen Hammer-Meals, sage ich mal, so viel wie geht, Leute zu inspirieren, einen gesünderen Weg einzuschlagen und ja, für ihre Sachen einfach zu stehen, zu kämpfen und das umzusetzen, was sie sich vorstellen. Mega cool, auch um kurz auf das Coaching einzugehen. Ich finde das mega cool, dass du das machst. Ich glaube, du erreichst damit auch super viele Leute. Und deswegen, ich finde das halt super beeindruckend, wie breit du dich aufstellst. Und genau das muss man gerade, finde ich, als Sportler machen. Weil ich sag mal so, wenn du dir jetzt eine Hand brichst oder so, Ja, ist kann ganz Karriere schnell wahrscheinlich vorbei sein. vorbei. Und so hast du halt auch noch einen Plan B. Und Plan B ist das Stichwort. Wärst du nicht Boxerin geworden, hättest du einen Plan B gehabt, was wärst du dann geworden, wenn ich fragen Boah, ich wäre darf? ich wär irgendwas Interessantes geworden. So, mich interessiert auch Poker, also ich wäre so Profi-Poker-Player geworden. Oder so Geil. Rennfahrerin oder was gibt's noch Cooles? Sowas in die Richtung, irgendwas, was so ein bisschen mehr Action hat, weil ich könnte niemals im Büro sitzen und so 8 Stunden Okay, so tack, 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 tack machen. ja, und aber finde ich cool, also finde ich super, finde ich cool. Ich könnte mir dich auch gut in Las Vegas an So Pokertisch, Pokerface. ja, könnte ich mir gut vorstellen, weil dein Gesicht kann ich auf jeden Fall nicht, also wenn du lachst schon, aber sonst nicht. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, ist, Was sind deine Ziele? meine Ziele: Podcast weiterbringen, Studium abschließen und ich will wieder in den Basketballverein gehen und weiß, was ein Dank ist, dann Ja, kommt klar. man. Ja, klar, ja, das sind meine drei Ziele, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Sehr cool. Ja, gerade habe ich mir auch schon, habe ich mir, wie du dir das machst, habe ich mir Ja, aufgeschrieben mega und gut. da arbeite ich fest dran. Und da wollte ich jetzt noch kurz auf die Gleichberechtigung im Boxsport. Du hast eben kurz angeschnitten, weil ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt nicht so viel Boxkämpfe. Ich gucke vielleicht so jetzt, wenn so ein Klitschko-Kampf, gucke Ja. ich schon, aber jetzt nicht so jeden einzelnen Kampf. Und ist das ein krasser Unterschied so zwischen Frauen und Männern? Ja. Also so auch von den Zuschauern her? Ja, es kommt immer darauf an, wer kämpft. Ja, Also, wenn du kämpfst. ja, also wie gesagt, ich habe mir das so über die Jahre halt aufgebaut und das geht voll klar. Aber was die Bezahlung angeht, ist eiskalt. Okay, Also krass. ganz glasklar, dass Männer, sagen wir mal, 10 Millionen kriegen und eine Frau kriegt 100.000. Boah, so So ein krass? krasser Unterschied. So, puh, damit hätte ich niemals. Ich Ja. hätte vielleicht 10 Millionen und 2 Millionen gedacht. Nein. Aber 100, oh mein Gott, das ist Nur so krass. eine Relation. Da bin ich jetzt wirklich erschüttert. Das ist krass. Also ist das eigentlich, kann man das gar nicht mit. Aber ist eigentlich traurig. Ist eigentlich wirklich traurig, weil im Prinzip würdest du wahrscheinlich die meisten Männer weghauen. So. Denke ich mal, weiß ich nicht. Aber ich habe mir ein, zwei Kämpfe von dir angeguckt und ich könnte mir da gut vorstellen, dass du den einen oder anderen Mann halt auch Ja. verprügeln könntest. Deswegen finde ich es eigentlich schon unfair und ich hoffe, dass das dann in Zukunft vielleicht Ja, es gehört halt besser wird. heutzutage viel, viel mehr zum Sport als nur der Sport Ist halt dazu. das Geschäft. Ja, du musst irgendwie noch super gut reden können, super gut aussehen. Da musst du noch dich irgendwie selbst noch gut darstellen können. Auf Instagram hast du nicht Ja, gesehen. Und ja. dann kommt erst der Sport. Ja, das ist so, leider. Das war auch die Abschiedsfrage. Ich bin sehr dankbar, dass du hier warst. Ich freue mich sehr. Und das war's mit meiner vierten Folge von Simon Says. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Christina konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja.